und im Strafraum Kontakt vom Abwehrspieler, hat er dankend angenommen, das Weihnachtsgeschenk, gibt Elfmeter. Thomas, aber dann müssen wir natürlich sagen, ich zeige dir bei jedem Fußballspiel, gucken wir uns zusammen an, halten das Bild an, zeige ich dir hunderte bis tausende von Körperkontakten zwischen einem Abwehrspieler. Jetzt wird spannend. Und zum Glück finden wir ja diesen Sport deswegen auch so faszinierend, weil eben du nicht bestraft wirst für Körperkontakt, sondern du wirst bestraft für Faulen. Das heißt im Umkehrschluss, du musst schon wirklich den Gegenspieler umhauen, du musst ursächlich mit dem, was du da anstellst. Hey, Andi, das ist falsch, was du sagst. Es ist nicht jeder Körperkontakt ein Foul. Und das war ein Körperkontakt, aber kein Foul. Wäre jeder Körperkontakt ein Foul, hätte Thomas Berthold im Laufe seiner Karriere 1728 Elfmeter verursacht.